Wir spielen Super Toastcast. 1.a.s. Super Toastcast. Zu einem neuen Part von Superdukes Cat 1.a.s. Und ja, wir haben drei Sachen wieder. Diesmal haben wir die Experimental Plane. Haben wir hier Dirk, Textures, Smaller Lower Floor. Sieht nach Fußball aus. Dann hier nochmal Fußball. Darker Textures und hier Nighttime Hooray! Okay, dann schauen wir mal, dass wir das fahren mit einer zufälligen Karte. Den Ton mache ich auch gleich an. Wir fahren erstmal Team Rot, würde ich sagen. Und die drei Maps haben wir eben heute. Und ja, den Ton mache ich gleich an. Wir machen mal. Warte, das ist ein bisschen blöd, weil ich bin ja, soweit ich weiß, rot. Das heißt, ich muss es so rum machen. Okay, gut. Fußballtyp, Zeitlimit, Torlimit. Zeitlimit ist eigentlich gar nicht schlecht. Gut, dann mache ich den Ton aber auch noch an, damit ihr auch ein bisschen was hört. Und ja, let's go. Okay. Ich bin im Team. Ich bin im Team mit Sarah. Okay, that's what he said. Im Team wollte ich natürlich sagen. Obwohl ich bin mit Pigeon im Team. Oder im Team, wie auch immer. So, wo müssen wir den Ball hinhauen? Hier ins Loch? Ist es. Oh. Was ist jetzt die Aufgabe? Den Ball da mal runterzuhauen. Ich glaube, das hört sich gut an. Oh ja, ist es tatsächlich. Jetzt habe ich ein Eigentor gemacht. Nein. Nein, 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 nein. Okay, aber ich glaube, das könnte lustig werden. Die Bots sind halt komplett retarded, weil die das nicht blicken. Kommt man eigentlich wieder hoch, wenn man runterfällt? Ich glaube nicht, oder? Das ist halt so ein Problem. Wenn man da runterfällt und der Ball oben ist, dann kannst du nichts machen. Mein Teamspieler ist gleich unten, oder? Ist er hier unten irgendwo? Hier unten ist er. Aber kommt der halt nicht mehr hoch? Das ist ein Problem. Okay, die haben das Eigentor gemacht. Oh doch, da ist ein Pfeil nach oben. Kommt man da vielleicht doch noch nach oben? Okay, das probiere ich mal aus. Wenn ich jetzt mal kurz unten falle, kann ich wieder nach oben kommen. Irgendwie. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist verdammt smart. Das ist echt verdammt smart. Oh, na gut. Ich feiere das. Wenn man dann nach oben kommt und der Ball ist unten. Das heißt, man könnte unten campen, theoretisch. Und dann warten, bis der Ball kommt. Und yes, ist es echt voll fresh. Okay, man muss halt schon ziemlich direkt drauf fahren. Aber dass es funktioniert an sich, finde ich schon sehr cool. Na gut, optisch ist es jetzt echt auch in Ordnung, finde ich. Kein Augenkrebs, das ist nicht das Schönste der Welt, aber dennoch eigentlich eine nice Sache und die Idee ist auch cool. Die Bots sind halt so, ja, die verstehen es jetzt nicht so sehr, aber dennoch sind sie jetzt nicht retarded. Ja, okay, der ist schon, oder sie ist schon Xu eben. Was machst du denn, du? Ha? Runterhauen. Oh, ich habe nicht getroffen. Bitte, jetzt kann ich warten, vielleicht kommt der Ball irgendwann runter. Ich glaube, er kommt gerade runter, oder? Oder auch nicht. Ja, da kommt er. Jo, Alter. Springt er lang. So. Hier unten ist es smart, oder? Autsch. Ja, ziemlich. Obwohl Xu halt irgendwie die ganze Zeit was anderes machen möchte. Ich schaue, ob Xu das Tor treffen würde. Oh, ja, würde er. Oder sie. Es ist eine sie, ich vergesse. So. Oh, nicht gut. Oh, das ist gar nicht mein Gegner, sondern Mitspieler. Autschi. Ja doch, die kommen eigentlich ganz gut klar. Ich weiß halt echt nicht, was man jetzt kurz eigentlich noch verändern sollte. Vielleicht hier so ein paar Texturen, die nicht so schön sind. Die Latte von den Toren vielleicht. Das ist so ein schöner Schuss, aber der ist daneben gegangen. Und ich glaube, im nächsten Spiel reichen 3 Minuten. Ich glaube, ich muss nicht 5 Minuten. Egal, ich mach trotzdem 5 Minuten. Wir wollen jetzt ein paar Tore schießen, okay? Aber der Ball kommt. Warte, ist der Ball gerade wieder hoch? Ist. Warte, nein, nein, das ist unten selbst, oder? Kann der Ball auch nach hoch? Nach hoch, Alter, ich kann gut reden. Ist der Ball jetzt auch oben? Hä? Nee, der ist unten. Der ist unten. Hm, that's very interesting.
Obwohl, hätte ich eigentlich ins Tor machen sollen. Ich bin ja Team Rot. Ich will mal kurz probieren, ob man den Ball auf dem auf nach oben teleportieren kann. Ja, ja, ja. Nein, auf den Teleporter. Tor ist schon gut, aber kann man den hoch teleportieren, den Ball? Nein, nicht hauen. Warte, kann man den Ball? Na, okay, den Ball geht nicht. Bei den Gegner. Oh, ich wollte den Gegner hoch teleportieren. Okay, ja, die sind ein bisschen retarded tatsächlich. Aber wie cool wäre das, wenn man den Ball hoch teleportieren könnte. Ich glaube, wenn wir das noch gehen würde, dann würde ich die 3,0 sogar geben, weil ich das verdammt nice finde. Aber solange man den eben nicht teleportieren kann, den Ball, finde ich es halt noch so... Warte, habe ich ihn ins Tor? Ja. Finde ich es halt wirklich geil, aber das wäre so noch das i-Tüpfelchen, was eben alles noch geiler machen würde. Und dass die Boards vielleicht ein bisschen besser klarkommen. Ich denke, ich bin jetzt erstmal bei den 2,5 Sternen, weil ich die Map wirklich fantastisch finde. Ich weiß es nicht, ich mag die. Ich mag die wirklich. Wir hatten ja schon einige Maps, wo es einfach nur nach unten ging. Oder halt einfach nur ins Loch schießen muss. Das war ja dann aber nicht so besonders. Aber das hier ist schon was Eigenes. Sehr cooles. Oh nein. Okay, das Eigentor ganz am Anfang war das Beste hier von mir. Fresh. Hat Spaß gemacht. Ich gebe hier offiziell die 2,5 Sterne. Sehr schön. Dann schauen wir gleich das nächste an. Das nächste. Wir bleiben gleich im Rot, da muss ich nichts ändern. Experimental Playing Field 2. Okay. Okay. Okay, okay. Oh, bewegt sich jetzt hier was? Okay. Sind das die Tore, die auf und zu gehen? Nee, wait. Ah, lass mich raten, ich muss da in diesen Ring da treffen und die Tore gehen halt die ganze Zeit so auf. Oder muss ich irgendwas Bestimmtes treffen? Oder sind das die Tore? Oder sind das die Tore da? Ich weiß gar nicht, wo ein Tor ist. Ist hier ein Tor? Nee. Das ist kein Tor. Ist das hier dann ein Tor? Aua. Nein! Oh. Ist das ein Tor? Nein, wo sind hier die Tore? Ist doch ein bisschen verwirrend. Das müsste ein Tor sein, oder? Das ist da links, dass man da durchschießt hier. Ja. Okay. Und hinter mir ist es da, okay. Die Bots kommen halt hier so null klar und so weiter. Ah, ist halt ein bisschen schade. So, kann man hier rein dürfen? Nee, der war nicht gut. Okay, die sind jetzt hinter mir. Ich hatte wirklich keine Hasenohren. Doch, er hat Hasenohren. Ich dachte nur, ich habe keine gesehen, aber er hat einen. Hat welche? Hat einen Hasenohren. Jetzt fahren wir gescheit hier. Hab ich eigentlich Hasenohren? Ich sehe das so schlecht. Okay, man kann nicht runterfallen. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Oh, Alter, was geht jetzt ab? Jo, jetzt geht's ja komplett. Okay. Es war ein guter Try, Nolog, aber ja, wir auch nicht. So, dann hier vorne. Das Tor, bitte bleib auf dem Tor. Ich glaube, das Tor schließe ich gleich wieder. Aber ich kann nicht den doch so reinhauen, oder? Also Nolog ist schon ein guter Spieler, muss man echt sagen. Der macht was gegen den anderen. Sowohl Emule beim gegnerischen Team als auch will bei meinem Team machen nicht viel tatsächlich. Oh, was bin ich da rein? Okay, also mir gefällt die Map eigentlich auch nicht schlecht. Weniger als die andere davor tatsächlich. Aber diese Maps, diese Experimental Planes erinnern mich extrem an diese Rocket Labs Maps aus Rocket League. Finde ich sehr, sehr cool. Ich bin echt am überlegen, wie viele Sterne ich hier gebe. Tatsächlich ist ja echt bis auf dieses, dass ich da immer da reinhaue, nicht großartig was hier was gefordert. Kann der den Puck auch weghauen? Ja, der haut ihn sogar recht weit weg. So ein bisschen Pinball-artig finde ich das. Ja gut, ich glaube die Bots, die gehen halt den direkten Weg oder wollen ihn gehen. Was ist hier echt? Kann man das hier umfahren? Nee. Du hast mich eingesperrt. Das ist ja schade. Kann ich hier runterfahren hinten? Nee. Oder doch? Doch, hier hinten kann ich runterfahren. Wo ist denn der Puck jetzt? Auf der anderen Seite. Oh je. Haut er jetzt den weg? Den Ball? Nee. Dann muss ich es selber machen.
Mein Teammate nichts macht. Oh. Ist er bald jetzt in der Mitte? Dann ab hier rüber. Und nein, oh, diese Ecke. Okay, das finde ich auch ein bisschen kacke. Kann man das nicht rund machen, hier diese Ecke? Also, das hört sich jetzt blöd an. Kann man die Ecke nicht rund machen. Aber, dass der hier irgendwie rüber fliegen kann, diese Ecke, die ich hier sehe, weil, es ist echt blöd, wenn da der Ball abspringt. Ich meine, im Real Life, also so unsichtbare Wände halt, die sind ein bisschen schade. Also, ich denke, ich bin jetzt erstmal bei den zwei Sternen. Seht ihr, das ist ein bisschen unglücklich, dass man da nicht so quer drüber schießen kann. Ich denke, ich bin jetzt hier bei den 2,0 Sternen. Weil erstens gefällt es mir nicht ganz so gut wie die andere Map. Die Bots machen weniger hier. Also, ja, beziehungsweise gar nichts. Oh, schnellste Tor der Geschichte. Oder so. Also, ja. Und da habe ich nicht getroffen, oder? Nee, fast. Ups. Ja. Oh, lol, hat der gerade reingehauen? Nee. Es ist interessant, die Map, aber ich finde es auch ein bisschen zu leer an manchen Stellen. Die ist halt auch ein bisschen zu groß vielleicht, aber da muss man einfach mit mehreren Fahrzeugen spielen, dann ist es wahrscheinlich cool. Ja, jetzt hat mal Wilbe auch ein Tor gemacht. Mein Teammate macht hier auch was. Kein Tor wird schwer werden jetzt noch. Ja, nee, so nicht. Okay. Aber hier innerhalb von 10 Sekunden und 10 Zehntelsekunden ein Tor gemacht hier. Fresh. Gut, ich würde sagen 2 Sterne für die Map. Ein bisschen zu groß und ein bisschen zu random in meinen Augen. Und die Bots kommen null klar und diese Ecke da. Wahrscheinlich, weil dieser gelbe Batzen drüber fliegt, aber ja, nicht ganz so gut wie davor, fand ich. Gut, dann machen wir noch Nummer 3 mit einem Basketball. Okay. Nein, wir spielen jetzt kein Basketball hier, Alter. Nein, nein, als ob es hier den Bälle-Modus gibt. Wie soll man das denn machen? Das ist doch trotzdem mal eine... Wie soll das denn funktionieren? Ist mal no joke. Wie soll ich das denn machen? Die haben hier nicht mal eine andere... Oder gehen die dann automatisch rein? Nee. Die haben hier nicht mal eine normale Dings, ne? Ich habe nicht mal eine besondere, wie heißt denn das? Eine besondere Sprungstärke oder so. Die sind ja so, also besonders Gewicht haben die ja gar nicht, die Bälle hier. Das ist ein ganz normaler Ball, ist das? Nur halt mit einer anderen Textur. Wir können es aber mal trotzdem probieren. Wenn ich jetzt hier mal schnell fahren, so fahre. Nein, jetzt nicht weg. Oh, komm. Xur. Ich hole mal ein bisschen mehr Nitro. So, wenn das halt echt gut gehen würde, dann wäre ich schon d'accord mit dem Ganzen. Ich meine, das muss ja alles ein bisschen erforscht werden hier. Jetzt hör auf, hier was dagegen zu tun, dass ich hier treffen möchte. Na, das wird zu schwach. Also über die Wand direkt geht's nicht. Leider nicht. Gut, wir haben jetzt noch 4 Minuten Zeit. 3 Minuten, besser gesagt. Und dann schauen wir mal, ob wir was hinkriegen. So, och, was machst denn du jetzt? Was ich mir halt vorstellen könnte, was okay wäre, wenn man das machen kann, dass es da unten, also hier, wo der Ball gerade ist, dass es da einen Punkt gibt, also ein Tor, und wenn man den oben trifft, dass man dann gewonnen hat gleich oder 10 Punkte kriegt oder irgendwas. Das glaube ich wäre eine nice Sache, aber mein Real Talk, wie soll ich da reintreffen? Ich meine, die kriegen die nicht mal raus, doch jetzt schon. Jo, was macht sie denn jetzt? Ich will auch gar nicht jetzt mal, ich will einfach nur den Ball irgendeinen Korb treffen, jetzt nicht in egal in welchen. Ich will nur schauen, ob das funktioniert überhaupt. Vielleicht könnte es gehen, dass wenn man gegen einen anderen fährt. Oh, jo. Wenn man gegen einen fährt, quasi, dass man dann den Ball. Oh, lol, der war ja verdammt gut. Oh. Ah, der war zwar drüben, aber an sich war es okay.
Ich brauche Nitro. Aber das große Nitro-Spawn ist eine gute Sache schon mal. So, oh, ich hätte den so gut betroffen. Oh, komm. Wir brauchen Nitro. Lol. Lol. Das können wir mal probieren. Können wir selber in den Korb springen? Nee, wir kommen da selber nicht mehr hin. Wie soll denn da der Ball da erstmal hinkommen? Naja, das ist ein bisschen leichter als wir selber, glaube ich. Aber dennoch. Wir müssen halt wirklich den Ball haben und dann direkt geradeaus. Okay, wir sind jetzt. Ist er drin? Ist er drin? Ja! Er ist drin! Ja! Haha, geil! Kann man aber so schnelle Tore machen? Ist wirklich nicht. Also, das ist so ein bisschen so ein Konterspiel jetzt. Aber so, es ist halt, es will sein wie das von, wie der Modus aus Rocket League, aber es kann es natürlich nicht. Ich finde es auf jeden Fall geil, dass es das gibt. Von der Idee her, 10 von 10 auf jeden Fall. Ist der zu stark gewesen? Der ist einfach zu stark? Nee. Der ist drin. Okay. Sehr interessant. Ja, aber ich komme da selber nicht rein. Oder ich kann es auch nicht so machen und dann. Nee. Ich würde halt. Ich würde hier wahrscheinlich auf die. Ich überlege gerade, wie viele Sterne. Es ist halt wirklich. Noch nicht so ganz ausgereift, aber dennoch. Vom Aussehen her hübsch. Sehr schwierig. Das will ich jetzt weder positiv noch negativ hervorheben. Wow. Ich denke mal, 2-Sterne-Bereich wird es sein. Also, ich glaube nicht, dass die Bots. Was ich mir vorstellen könnte. Die Bots. Nee, das kann ich. Nee. Ich glaube, die Bots kann man eigentlich nicht wirklich daran teachen, das zu machen. Ich habe gerade überlegt, wenn man das Tor weiter oben hin macht, dann würden die ja trotzdem in die Richtung fahren und irgendwie versuchen, über eine Rampe oder irgendwas zu fahren. Das geht ja auch nicht. Puh, welche Wertung gebe ich der Map? 1,5 oder 2? Ich glaube einfach, weil diese Idee einfach so verdammt geil ist, gibt es von mir die 2 Sterne. Und das Einzige, was halt ist, ist, dass es ein bisschen sehr schwierig ist. Und ja, ich weiß nicht. Können wir ein bisschen optimieren, aber ja, 2 Sterne sind, glaube ich, eine gute Mittelwertung, würde ich sagen. Aber ja, man muss ja wirklich direkt in der Mitte sein, um was zu machen. Man kann jetzt nicht über die Seite. Vielleicht, dass man die Gravitation, nicht Gravitation, die Elastik vom Ball ändert. Ich weiß es nicht, ob sowas überhaupt möglich ist, aber es wäre eine schöne Sache auf jeden Fall, wenn es möglich wäre, zu tun. Also wenn es wäre in dem Spiel so. Dass er halt mehr rumspringt, bisschen der Ball, wenn es möglich ist. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. So, dann mache ich hier mal kurz. So, dup, dup, dup. Hier die Experimental Planes, dann seht ihr auch gleich was, und zwar genau jetzt. So, die Experimental Planes, da, smaller Lauf, ja, gut, macht Sinn. Habe ich gesagt, 2,5 Sterne, der wurde ziemlich schlecht bewertet, okay. War an sich eine coole Sache, 2 Versionen gibt es davon, dann die Fields 2, würde ich 2 Sterne geben. Wieso werden die alle mit 1 Stern bewertet, so schlecht sind die doch gar nicht. Dark Textures, finde ich angenehmer für die Augen, aber ich fand die Map sehr seltsam. Und obwohl das hier gibt es tatsächlich 3 Sterne mit einem Boot. Soll ich doch die 3 Sterne geben? Nein, ich kann es nicht leider. Weil ich finde, es ist noch zu schwer. Man muss wirklich direkt in der Mitte sein, sonst geht das nicht. Von der Seite geht es so. Ich finde, es fühlt sich noch nicht richtig an. Aber es ist auf jeden Fall ein verdammt guter Weg. Und ich denke auch, dass es bald zu weit sein wird, dass ich hier die 3 Sterne dann geben kann. Aber wir schauen einfach mal. Es ist Version 2, wir schauen einfach mal, wie es weitergehen wird. Aber ich denke, dass es sonst eigentlich ganz gut wird. Und die Maps sind auf jeden Fall cool. Es ist kein Debakel, keine von den dreien. Und ich würde sagen, das war's dann von dieser Folge von SuperTrucks Cut 1.R.S. Und ich würde sagen, danke fürs Anschauen. So. Ciao, euer Zirka-Freak. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und ja, genau. Sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen.